Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Das Zweite ist, ich komme gleich auf Ihre Frage, das ist eigentlich viel gefährlicher. Viele Banken, also speziell eigentlich was so als Darlehensvermittlung übers Internet läuft, da kriegen Sie als Kunde praktisch einen Vertrag. Und die meisten verstehen das auch als Darlehensvertrag. Der sieht auch genauso aus wie ein Darlehensvertrag. Ist es auch vom Prinzip. Aber da müssen Sie als erstes unterschreiben. Das heißt, Sie machen der Bank ein Darlehensangebot. Das heißt, Sie sagen, Sie würden, alles klar, das Haus unter den und den Bedingungen, würden Sie das bei der Bank finanzieren. Das Fiese dabei ist, dass die meisten Banken oder viele Banken dann erst in die Kreditprüfung gehen und sich dann erst angucken, ob das das Haus hergibt, ob das ihr Einkommen hergibt, ob diese ganzen Sachen passen und funktionieren. Das ist der schnellere Weg. Die meisten Kunden wollen ja auch immer alles ganz schnell haben. Aber sie haben nichts Sicheres, weil, und das kommt häufiger vor, als man denkt, viele Banken sagen, nö, das Objekt gefällt uns nicht, die Bonität stimmt nicht, das Einkommen stimmt nicht, das Eigenkapital stimmt nicht. Und dann kriegen sie plötzlich eine Absage. Ja, und wenn sie dann beim Notar waren, dann haben sie unter Umständen ein richtiges Problem. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt.